Wir sind in Terengganu angekommen. Haben gerade mal einen kleinen Stopp gemacht. Ich weiß nicht, ob da einer ausgestiegen ist oder warum der da hier gehalten hat. Keine Ahnung, das kriegt man hier irgendwie nicht mit. Ich sitze auch auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite. Und hier ist ja Linksverkehr, da steigt man dann links aus. Wir fahren jetzt zum Busbahnhof und werden dann von dort privat abgeholt und fahren dann in dieses kleine Dorf, ja, wo immer es auch ist, irgendwo nochmal ein ganzes schönes Stück irgendwie von hier wohl weg. Ja, Terengganu sieht also gar nicht so viel anders aus, finde ich, als Kelantan. Ist ein bisschen weiter, ein bisschen offener. Oh, Mashallah, hier sind gleich drei Moscheen zu sehen. Die grüne, da hinten so eine weiße. Und da mit vier Türmen sogar. Oh, Mashallah. Ist das sogar die Kristallmoschee, oder? Ja, ich denke, das ist sie, die hier im Wasser ist. Mashallah, sieht das schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Ich denke, wie gesagt, wir werden auch in die Stadt gehen und wir werden auch gucken, wenn es die Stadt angucken und werden auch in diese Moschee gehen. Ich möchte da sehr gerne beten. Toll. Da habe ich ja gerade zum richtigen Zeitpunkt angemacht. Das passiert mir ja selten. Meistens verpasse ich immer die schönen Moscheen. Ja. Hier sind Hochhäuser, die finde ich jetzt nicht so toll, aber die sieht man auch immer an Kelantan, dass da irgendwelche Bunker dann zwischendrin stehen. Ansonsten sieht man hier auch immer die ganzen Fahnen von den Wahlen, genau wie in Kelantan auch, hauptsächlich die grüne und die blaue. Allerdings gab es ja auch mal ein paar andere zwischendrin. Ja, mal sehen, wie weit das jetzt noch ist. Ich habe keine Ahnung. Was ist hier? Terengganu Public. Konnte ich jetzt gar nicht lesen, weil mich die Sonne hier wieder blendet. Ja, mal schauen. Wie gesagt, von der Stadt werden wir ja jetzt nicht viel sehen erstmal. Es sei denn, wir machen einen Ausflug her oder wir verbringen eben die nächsten, also die letzten zwei Wochen dieses Monats dann hier. Müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt alles entwickelt und wie das alles wird. Ansonsten, wie gesagt, von den Bauten, den Häusern, der Natur ist alles das Gleiche, ist alles Asien. Also ich finde auch, dass zu Thailand nicht wirklich ein großer Unterschied besteht. Außer, dass Thailand halt noch ein bisschen ärmer ist. Man wirklich mehr Hütten sieht. Aber ansonsten, so vom Stil her, ist der Unterschied nicht so groß. Und natürlich, weil das hier eben islamische Bezirke sind, in Thailand sieht man halt mehr so Buddha-Figuren oder so kleine Opfertempel. Aber ansonsten, ja. Hier, schaut euch diese große Grabung an. Das ist auch so typisch. Mal diese wahnsinnig großen Plakate. Und Autos, Autos, Autos. Und Motorroller, die gehören einfach zu Asien. Ohne Motorroller wäre Asien gar nichts. Ja. Ah, hier haben wir eine Ampel. Was ich in Thailand toll fand, das habe ich leider nicht aufgenommen. Da hat man an den Ampeln, da werden die Minuten oder die Sekunden sogar, ja die Sekunden werden gezählt, wie lange die Ampel rot bleibt. Und die zählen dann runter bis auf null und dann wird sie halt grün. Und dann ist es genauso wieder, bis sie rot wird. Und dann weiß man immer ganz genau, wie lange man stehen muss, wie lange man warten muss. Das finde ich total super. Finde ich eine sehr gute Erfindung und das sollte man eigentlich überall einführen. So, was mir jetzt hier aber schon mal auffällt, ich habe jetzt gerade keine Kopftücher gesehen auf den Motorrollern, da waren Frauen, aber keine Kopftücher. Und die waren auch kurzärmlich.
Mal sehen, wie das hier so islamisch ist. Ob das wirklich genauso ist wie in Kelantan oder. Ja, was mich auch nochmal interessiert, wie hier denn der Dialekt ist. Der Kelantan-Dialekt ist ja ähnlich wie in Bayern. Die verschlucken immer die Hälfte. Geschrieben wird es Kelantan, gesprochen wird es Kelantan. Das E fällt schon mal ganz weg am Anfang. Und das gibt es also bei ganz vielen Wörtern, dass die Es gar nicht gesprochen werden oder auch andere Buchstaben oder die ganzen Wörter irgendwie abgekürzt werden. Erinnert mich alles so ein bisschen an Bayern. Die Bayern, die verschlucken ja auch alles, ne? I hab gesagt. Und da fehlt dann ja auch eine Menge und so ähnlich ist das hier in Kelantan auch gewesen. Und da wir ja Malaysisch lernen wollen, fand ich das ein bisschen schwierig. Und mal sehen, wie das jetzt hier ist, wie die hier sprechen, ob hier auch alles verschluckt wird oder was für ein Dialekt oder Besonderheiten sie denn jetzt hier haben. Was ich schon mal toll finde, also da hinten gibt es einen Berg. Und ansonsten hier Straße, Restaurants, diese Straßenrestaurants, das sieht alles gleich aus. Also da hat sich hier nichts verändert. Da kann man halt günstig, billig essen und ja, je nachdem schmeckt das auch eigentlich ganz gut. Kann natürlich auch mal einer erwischen, wo es nicht so lecker ist, aber die meisten sind wirklich, kann man reingehen. Hygiene darf man natürlich nicht so drauf achten, egal was man hier macht, weder im Krankenhaus noch in den Restaurants. Das war jetzt gerade ein Schulbus, ein kleiner. So, da kostet irgendetwas 12 Ringgit. Irgendwas, keine Ahnung. Ja. Sieht also die Stadt aus. Ui, da hinten gibt es wieder so eine tolle Moschee. Ich weiß nicht, ob ihr die Türme gesehen habt. Also bis jetzt habe ich nur Moscheen gesehen. Was Buddhistisches ist mir hier jetzt gerade nicht aufgefallen. In den Cafés, ach so, ja, da habe ich auch gerade ganz viele Muslime gesehen übrigens. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Wie gesagt, in Kota Baru ist ja das meiste wirklich halal. Da gibt es nur ganz wenige ja, chinesische Shops, wo man dann eben nicht reingehen kann. Aber ansonsten, das wäre dann mal zu schauen, wie das hier ist. Ja, aber kleidungsmäßig finde ich schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Also zumindest bei den Frauen. Weil in Kota Baru sieht man also auch Frauen mit Motorrad, da wehen dann die Kopftücher im Wind. Gerade aus Thailand bin ich da sehr verwöhnt, muss ich sagen. Da hat man mehr Frauen auf den Motorrädern gesehen als Männer und alle mit Kopftuch. Also das war wirklich ganz faszinierend. Und ja. Kelantan oder Kota Baru gibt es sowieso nicht ganz so viel Motorroller. Ich finde, hier sind schon ein paar mehr. Und wir fahren jetzt hier auf eine Tankstelle rauf. Okay. Jetzt wird hier getankt. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Bus hier aussieht. Mit Gardinen. Und ich mache euch dann mal aus, weil das ist langweilig, wenn wir hier stehen. Okay, vielleicht mache ich euch nachher nochmal an. Oder dann im Dorf. Wir werden sehen. Masalam und ciao.